Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Wir wollten uns gerade auf dem Weg zum Top-Dog-Lager machen. Und genau das werden wir jetzt tun. Direkt. Wir hatten uns gerade wieder ein bisschen aufmunitioniert. Ich glaube, uns fehlen keine Messer mehr. Wir haben volle Energie, also Lebensenergie. Wir haben unsere volle Trinkflasche. Wir sind also bestens gewappnet. Und dann geht es jetzt erstmal direkt in das nächste Lager. Oh, warte, das ist ja ein Kolonnenbereich hier. Egal. Ach, der ist schon gecleant. Der ist schon gecleant? Wann haben wir denn hier hinten? Egal. Oh, 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 alles klar. Bei dem Lager muss ich wieder aufpassen. Viele Sniper. Viele Sniper, viele Sniper, viele Sniper. Und? Der Turm muss weg. Und der Turm muss auch weg. Wow. Wow, 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 wow. Ah. Der Turm muss auch weg. Wo stehen denn hier die ganzen... Oh, da hinten sind... Alter, warte mal. Doch, ich reiche dran. Wow. Ich dachte schon, die Sniper reicht nicht weit genug. Oh, 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 oh. Ja. Und weg mit dem Ding. Ah, shit, schon wieder. Ah, da steht auch noch einer. Verdammt, wie viele Sniper sind hier? So, das ist er. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Ich sehe den Tank nicht. Ist der Tank hier hinten? Nein, hier hinten ist es nur verdammt steil. Oh, wow, 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 wow. Ich gebe ja gleich um hier. Okay, an den Sniper komme ich nicht ran. Dann müssen wir jetzt erstmal den Tank ausschalten. Und hinein in die gute Stube. Ja! Boah, alles klar. So. Und jetzt könnt ihr was erleben, wenn die Tür hier aufgeht. So. Party! Oh shit, was? Wow, okay, das war eine coole Aktion. Das war eine echt coole Aktion. Habe ich so noch nie gehabt. Oh. Alter, was war das denn für... Ich sehe nichts. Na, geh da weg. Ich sehe doch nichts. So, jetzt aber. Da. Perfekter Block. Jawohl. Jawohl. Und der nächste. Ja. Wir sind wieder im Wutmodus. Gott, geht das schön schnell. Boah, übel. Alter, wie schnell das geht. Wie schnell man hier wieder in den Wutmodus kommt, ey. Krasse Nummer. Okay, das hat Spaß gemacht. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen sammeln. Und dann wollen wir erstmal anfangen. So, warte mal, hier sind wir rein. Hier gibt es nichts weiter. Da müssen wir gleich erst lang. Oh, okay, hier geht's lang. Schrott fängt schon mal gut an. 1 von 9. Messer brauche ich gerade nicht. Oh shit, ein Warcrier. Schnell, schnell, schnell. So. Bevor wir irgendwas anderes machen, hauen wir den erstmal aus dem Latschen. Und jetzt könnt ihr kommen. Ja! Bam! Alter, ich habe doch... Komm,
Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Jetzt kommt der hier endlich weg. Ja. Puh. Alles klar. Knüppel wieder in die Hand. Und... geh auf zur verdammte Tür. So. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Sehr schön. 2 von 9. So, wo geht's jetzt weiter? Da oben müssen wir irgendwie hin. Wie komme ich... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn da oben hin? Ah, sehr schön. Erste Insignie. Kann weg. So. Oh, 4. 1 von 4. Wir haben wieder 4 Stück. Aber wir haben ein bisschen mehr zu tun. Da geht's nicht weiter. Dann müssen wir jetzt hoch. Ah, da habe ich schon was blinken sehen. Einmal Schrott und... Oh, wieder ein historisches Relikt. Was ist das denn? Das sieht aus wie vor irgendeinem Tor eine Versammlung von Autos oder auf einem Highway. Ich weiß nicht. Warte mal, wir gucken mal rein. Schatz, das ganze Stromnetz ist tot. Ich schicke dir diesen Brief in der Hoffnung, dass irgendwas noch funktioniert. Letzte Nacht ist Folgendes vor unserem Haus passiert. Einige Kinder haben ein Polizeiauto angezündet. Die Leute haben geschossen, Steine geworfen und so weiter. Du musst in der Hütte bleiben. Ich komme am Sonntag noch. Ich komme am Sonntag hoch, Entschuldigung. Hier ist es nicht sicher. Safety is such a relative term. Ja, Sicherheit ist relativ. Das ist wahr. Yeah, I'm not sure. So, und jawohl. Kann ich... Sein Scheiß ernst. Kann er nicht da hoch gerade... Oh mein Gott. Da muss ich jetzt echt einen Schuss verschwenden wegen den 2 Zentimetern, die das höher hängt. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Ach, Menno. So, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Insignien. Können hier wieder retour... Wo geht's denn hier lang? Hier müssten... Ah, okay. Hier kommen wir schon mal wieder weiter über die Brücke. Warum... Ich weiß nicht, warum der die Waffe gerade fallen gelassen hat. Aber es ist ja auch alles dieselbe Taste. Waffe aufheben, Waffe fallen lassen. Die Dings hier, Leitern besteigen, ist alles die gleiche Taste. Macht ein bisschen den Eindruck wie ein klassischer Konsolenport, aber naja. Spielt sich trotzdem verblüffend gut. Oh, wo? Alter, was? Ich hab doch die Blocktaste, deshalb hat er doch so doof rübergeguckt. Da und da! So. Ruhe hier. Hier vorne lag noch ein Messer, das nehme ich jetzt direkt mal mit. So. Oh, alles klar, schön. Dann können wir weiter. Ach, hier muss ich wieder irgendwie hoch. Das war einer der Sniper, die wir ausgeschaltet haben. Sehr gut. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Wo sind wir denn da? 4 von 9. Wo... Ach, da müssen wir auch noch runter. Moment, da müssen wir auch noch runter. Und hier müssen wir noch rein. Und da müssen wir noch hoch. Was? Langsam. Halt erstmal hier in die Tür rein. Alles klar, das war schon mal super. Hier ist diese doofe Insignie, die weg muss. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Schrott, in dem wir rumkramen können. 5 von 9, sehr schön. Hier haben wir auch noch Schrott. Top Sache. So, und... Ne, hoch will ich noch nicht. Ich will jetzt erst nochmal abwärts. Alle hopp. Hier haben wir nämlich auch noch eine Insignie. Und nochmal Schrott, so wie es aussieht. Und noch Munition. Ja, super. Ach Mann.
Dass er die nur kaputt schießen kann in der Höhe. So. Leiter für später. Und dann wollen wir mal gucken, wo es hier hingeht. Irgendwo sollte es hier vielleicht auch noch weitergehen, oder? Okay, auf den anderen können wir auch noch gerade gucken. Falls wir später brauchen. Dann muss ich nicht nochmal reinrennen. Ach, hier liegt auch nur Sprit. Und noch eine Leiter. Schade, ich dachte, hier wäre mehr. Okay, das hat sich nicht wirklich gelohnt, hier nochmal hinzugehen. Und hier haben wir noch eine Leiter. Sehr schön. Aber das ist ja nur der Rückweg. Och, Manno. Nein! Nein, ich hirnverbrannter Esel. Oh, shit. Ich entschuldige bitte. Ich habe vergessen, die eine Leiter runterzulassen. Jetzt muss ich den Weg nochmal gehen. So, wieder hoch. Messer haben wir auch wieder voll. Super. Können wir gleich gebrauchen, wenn wir gegen Top Dog kämpfen. Auf jeden Fall. So, hier hätten wir hochgesollt. Ach, und jetzt muss ich noch wieder... Ja, okay. Aufgehoben, hochgeklettert. Macht das alles irgendwie in der Reihenfolge, die ihm am besten gefällt. Wir haben da nur bedingt mitzureden. So, weil eigentlich wollte ich nur hochgehen. Aber mein Gott, ne? Waffen kann man nicht genug haben. Beziehungsweise ist nie verkehrt, eine zu haben. Vor allem nicht im Top-Dog-Lager. Die Dicken sind ja doch ohne Waffe ein bisschen schwer zu erreichen, habe ich festgestellt. Und wo war jetzt die Leiter? Wir müssen hier irgendwo hoch. Hier konnten wir hoch, alles klar. So. Aber das sieht fast so aus, als wäre das schon... Es fehlen noch zwei Schrott. Meine ganz blöde Frage, aber... Wenn hier schon ein Top Dog ist, wo soll denn der Schrott sein? Oh Mann. You're not coming. Not here. This is my place. You? You're just a friggity man. You're just dead meat. Ja, ja, okay. Er meint, er wäre uns gewachsen. Da liegen sogar schon ein paar schöne Waffen. Das heißt, wir freuen uns, aber. Ah, okay, hinter uns ist. Hoppala! Ja, das sieht gut aus. Und direkt ein Messerbestrafer läuft. Und direkt wieder ein paar auf die 12 und ein Messer. Ja! Easy! Du bist zu langsam, Kollege! Und noch ein Messer! Woo! Na komm. Na komm. Hihihi. Und angezündet haben wir ihn auch noch. Okay, er ist gerade easy. Vielleicht habe ich mich auch nur ein bisschen gut angestellt. Oder ich habe Glück gehabt. Aber er ist irgendwie gerade easy. So und Messer. Jawoll. Junge, du bist fertig. Du hast schon keine Energie mehr. Wir können dich ausschalten. Haha. Ja! Ich glaube, der hat uns nicht einmal getroffen, oder? Die große Klinge. Top Dog töten. Aufgelöst. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und so weiter und so weiter. Uns fehlt zweimal Schrott. Aber wo? Oh, ich muss erstmal hier das Gedöns abschalten. Das ist ja auch irgendwie ziemlich laut. So. Einmal... Zweimal und dreimal. Alles klar. So, dann haben wir wieder Ruhe. Aber wo ist der Schrott? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir wären hier überall durchgegangen. Hier war ich doch. Hier bin ich zuerst runtergegangen. Oh, hier geht's auch nochmal ra- Nee, hier waren wir doch drinne.
Hä? Hier waren wir doch drinne. Und das ist direkt unterm Dach. Oberste Position. Da unten waren wir auch. Ich gehe jetzt gerade nochmal systematisch runter, weil irgendwie das kann es ja nicht sein, ne? Wir müssen, irgendwo müssen wir ja noch den Schrott haben. So, verbündete Lager haben 400 Schrott hinzugefügt, das finde ich schön. Und wo geht's denn? Hä? Wo soll denn hier noch Schrott sein? Das ist alles nur ein Weg. Hier geht's nicht groß links, nicht groß rechts. Hier ist auch nichts mehr. Hier war auch nichts. Hier sind wir hochgeklettert. Hä? Hier war ich auch drin. Und damit sind wir wieder am Anfang. Wo? Hä? Wo soll denn der Schrott liegen? Oh nein! Leute, habe ich Tomaten auf den Augen? Ich meine, ja, klar, wahrscheinlich, ne? Irgendwo ran muss es ja liegen, aber... Oh, Junge. Wenn schon, dann bitte fertig. So. Gerade wieder mal ein bisschen auf alten Stand bringen. Aber wo ist denn hier noch Schrott? So, hier bin ich durch. Hier ist der Anfang. Ah, warte mal. Ich bin hier in eine Seite nicht reingegangen. Alles klar. Hey, Gott, komm schon. So. Ich habe hier die Seitennische nicht gesehen gehabt. Das, ja, alles klar. Und zwei. Finito. Ah, den Weg rückwärts gehen hilft immer. Hilft einfach immer. 100%. Alles gut. Ah ja, ich war direkt geradeaus durch. Ich kam hier lang und dachte, oh, geht's hier nirgends mehr rein und bin geradeaus. Da wäre es noch reingegangen. Egal. Egal, wir haben es gefunden. Alles tutti. So, ab ins Auto. Those big fans! I believe the people of old use them to fly. Or some such nonsense. I do not believe it. So, warte mal, wir haben noch gerade Schrott gekriegt, oder? Biografie. Hä? Ach, der. Ja, ja, ja. Entschuldigung, der aktuelle Top Dog. Slap the mask on and feed the frenzy. Rauf mit der Maske und rein in den Rausch. Ja, schön. Was? Jim Robbie? Nee, Rim Jobby. Achso, ja. Ja, wenn er meint. Gut. Roadkills. Die Sandcrappers. Die sind ja nervig. Ich greife aus dem Boden raus und schnappe mir meine nichtsahnende Beute. Ja, das habe ich gemerkt. Die waren ein bisschen nervig. Was haben wir noch? Sammlerstücke hatten wir auch gesammelt. Hier historische Relikte. Das war doch das mit den genau angezündeten Auto. Und Lager. Wir haben noch ein Top-Dog-Lager gemacht. Die große Klinge. Sehr schön. Werkstatt, was haben wir? Wir haben 900 noch was Schrott. Wir haben über 900 Schrott. Jawohl, für 900 die guten Reifen. Ja, guckt mal, das sieht schon fast aus, als hätte er Schneeketten da drauf. Das sind Offroad-Reifen. Das ist besser. Das ist so viel besser. Okay, wo wollen wir hin, ihr Lieben? Ich würde sagen, wir haben hier oben noch echt viel zu tun. Ganz davon ab, dass wir eigentlich ursprünglich sowieso die Blutfleck Canyon, also die Scum-Lager, vorhatten. Da oben ist noch ein ziemlich großes. Da ist auch noch Sperrcrew-Teile, gibt es da auch noch. Okay, müssen wir mal schauen. Aber wir fangen hier unten an, wir sind eh gerade hier in der Gegend. Was? Ach du Schande, da muss ich da lang, okay. Dran denken, ich muss mich an die Route halten. Wenn ich mich an die Route gehalten habe, dann können wir weitermachen. Und machen erstmal das nächste Lager, bevor wir uns die nächste Mission krallen.
Okay, ich muss sagen, nicht perfekt, aber die Reifen, man merkt es. Hätte ich nicht gedacht, aber man merkt es fast sofort. Auch wenn ich hier gerade kaum die Straße gesehen habe. Astrein. Doch, das merkt man. Die Reifen merkst du definitiv. Dafür, dass wir auf Sand unterwegs sind, aber sowas von. Boah! Expose him and stick him! Okay, dann wollen wir doch mal unseren neuen Rammschutz ausprobieren. Nein, das war keine gute Idee. Ach, shitte. Ach so, er kann noch nicht. So. Hihihi. Was? Verdammt, den habe ich gar nicht gesehen. Moment, mach mal. Bäm! Okay, der ist schon mal weg. Und den auch. Ja! Yeah. So. Er ist durch die Explosionen weg. Kann nichts mehr sehen. Oh. Oh, der Sniper, der hat mich gerade ein bisschen kirre gemacht. Den hatte ich vorher gar nicht gesehen. Bäm, dich nehmen wir mit. In 1 Grad weggerissen. Sauber. Puh, okay, sehr schön. Wir sind schon auf Stufe 2 wieder runter hier. Finde ich Bombe. Und auf zum nächsten Lager. Auf zum nächsten Lager. Oh, hier sind... Shit, hier ist wieder ein Minenfeld. Okay. Böses Lager. Ich verstehe nicht, die Karren sind überall gepanzert. Dass der halt nicht Panzerung vorne vor der Scheibe haben kann. Weißt du, damit die Leute nicht reinkommen. Nur mit so Seeschlitzen wie bei einem Panzer, wisst ihr? Hätte ich irgendwie erwartet. Au! Oh, was? Alter, Respekt, der hat aber getroffen. So, dann wollen wir mal ganz kurz noch hier fertig machen. Puh. Na komm, mach schon. Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, Reparaturgeschwindigkeit können wir irgendwann irgendwie auch noch erhöhen. Fände ich voll gut. Das ist mir echt zu langsam. Hier ist doch bestimmt... Ja. So, das waren die schon mal. Und wo ist der Kanister? Da ist er. So, alles klärchen. Okay, und wir müssen jetzt über eine tote Brücke. Ich weiß gar nicht, warum die das riskieren. Die müssten jetzt einfach nur die Seile kappen und ich käme nie im Leben dahin. Was für eine krasse Sicherung hier. Übel. Okay, dann wollen wir da jetzt mal rein. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Also, macht's gut. Ciao.